Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 15 auf MicroHazards TV mit mir, dem Ice Dragon. Der Bio ist nicht dabei, aber das ist auch nicht weiter tragisch, denn dies ist eine kleine Sonderfolge, denn dieses ist die Straßenbau-Extrem. Richtig, in dieser Folge werden wir, und zwar in wirklich dieser Folge, werden wir den kompletten restlichen Straßenbau abschließen. Ich beginne jetzt natürlich, wie ihr seht, bereits mit einer Betonlieferung. Und alles Weitere, was so kommt, was dazugehört, wird im Zeitraffer ablaufen. Wir machen jetzt dieses erste kleine Stückchen noch zusammen quasi. Also ich fahre jetzt einfach mal los in die Richtung. Es ist früh morgens um 6:30 hier im Spiel gerade. Und quasi pünktlich zum morgendlichen Arbeitsbeginn. Und los geht's. Wir sind auf dem Weg zur Baustelle, um die nächste Betonlieferung dahin zu bringen. Und wir werden das dann sehen. Ja, leider sind die Bauabschnitte immer nachts, sodass sie halt passieren quasi. Also dass das wieder freigeschaltet wird, weil genug Beton da ist. Ich werde das dann natürlich auch aufnehmen. Aber das wird alles, wie gesagt, im Zeitraffer passieren. Der ganze Rest. Werde euch natürlich am Ende nochmal zusammenfassend das Ganze zusammenfassen und euch verabschieden, also für diese Folge natürlich hoffentlich nur. Und werde mal gucken, dass ich eine einigermaßen passende, schöne, entspannte Musik finde, die das ganze Zeitraffer ein bisschen unterlegt, damit es nicht ganz so still wird. wir fahren erstmal ein kleines Stückchen und man muss ja nicht alles im Zeitraffer machen. Einfach nur mal so eine kleine Einleitung für den Anfang. Aber ich würde sagen, den ganzen Rest machen wir in kleinen Cuts und das Ganze natürlich in Zeitraffer. So. Und somit verbleibe ich an dieser Stelle schon und hoffe, dass ihr weiterhin viel Spaß mit dieser Folge habt. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank, dass ihr die hoffentlich den Rest der Folge auch euch anschaut. Und dann starten wir mal das Zeitraffer, und zwar jetzt. We'll be right back.
found. Take a roll that goes out of bounds. I never wanted to say.
when you need it anyway. Like a load on your back, you feel it. A wound revealed, you try to heal it. Things come to a head, you deal with it anyway. You run away from the dark of night, straight to the glare of a blinding light. You search for perfection, it's the endless flight of your way. Before the dawn, you feel it. As the sun greets the sea, you'll see the light of day. Like a howling wind, it cuts you. Like a blade of a knife, it guts you. Taking shelter from within, you'll heal in your own way. You run away from the pouring rain, straight to the sand of a desert terrain. The thirst for success, it's a non-stop quest to end all days. Blowing in the wind, you're lost at sea. Trapped in a cage, you're trying to be free. Fires in a rage, you flee to live another day. A wounded psyche rules your mind. Confused chaos paves your way. Hope will bring you free today. Fly airplanes, spread your wings. Hallo zurück aus dem Zeitraffer. Mit mir immer noch, dem Eisstrecken immer noch dabei. Natürlich habe ja alles für euch gemacht und der Bio sitzt neben mir. Hallo. Und jetzt fahren wir doch endlich. Die letzte Fuhre, hoffentlich, zur Baustelle. Hoffentlich. In der Zwischenzeit sind wir dann 20 Mal Beton gefahren. So, über die Brücke musste echt langsam fahren, ist mir aufgefallen. Also? Weil das hebelt sich hoch. Guck mal, der Dolly hinten, der hebelt sich hoch. Das Problem ist, da muss ich aussteigen. Guck mal, der hebt ab. Ja, stimmt, ja. Wenn du so schnell fährst, dann fliegt das Ding sonst wohin. Und vielleicht gibt es das, wenn die Straße komplett ist. Naja, glaube ich erwähnen, ja. Mal gucken. Ach. Ich fahre ein Stück weiter. Ach jetzt. So, und 3, 2, 1. Damit haben wir es erreicht. 250.000 sind drin. 258.000, um genau zu sein. Ja, es wäre jetzt auch langsam bedient jetzt. Ja, so lange bin ich wirklich bedient. Also, es reicht. Also, ich bin unzählige Male heute im Betonwerk gewesen. Ich habe das jetzt alles an einem Tag gemacht. Also, den ganzen Rest, der noch gefehlt hatte, quasi. Ich will mal das Fahrzeug hier auf die andere Seite stellen. Und jetzt im Weg steht, den Bauarbeiten. Ist er jetzt bedient jetzt? Ja, es hat gereicht. Reicht jetzt auch mal, ja.
Kann ich mir vorstellen. So, machen wir abparken, laufen wir über die Brücke rüber. Gute Sicht von hier. So. Und heraufspringen? Ja, so. Ja, ich bin doch rein. Ich bin ein Brückenspringer. Ich auch. Ich springe jetzt. Ich muss die Zeit langsamer machen. Auf ich springe jetzt. Tschüss. Tschüss. Du hast so eine Klatsche. Das wissen wir doch alle schon. So, ich nehme jetzt dieses komische, den Rüttler hier, den Verdichter, verdichte den Boden. So. Gut, okay. Kann schneller stellen. Jetzt haben wir hier noch rum, Albert. Jetzt wird hier der Bau fertig gemacht. Ja, so, basta. Und wir sind immer noch nicht fertig. Das reicht langsam hier. Gucken, ob wir jetzt noch mal Geld bekommen oder so. Ja, da bin ich mal gespannt. Aber die wäre ja dann fertig. Und bing! Nö, nicht wirklich Geld. Nö. Irgendwie fehlt hier die Fahrbahnmarkierung. Ja. Ach, wer braucht die schon? So, wollen wir mal gucken, ob wir jetzt hier überall rankommen und durchkommen und. Ne, erstmal fahre ich jetzt gerade rüber bis zum Ende der Straße quasi. Dann fahren wir zurück und gucken, ob wir in die Plantage reinkommen. Ah, lass mal hier stehen. Abgekoppelt und nur den. Nur den noch rumgefahren. Da sind wir. Das sieht fertig aus, ja. Da sind wir. So, na dann kommt jetzt der... Der große Moment? Ja. Heizen wir mal zurück. Nehmen wir den Anhänger jetzt wieder mit, ja. Das würde den ja wieder zurückfahren und den holen irgendwann. So, gut. Also nur mitten bleiben. Ach, steht doch gut da. Ja, von Sosnovka gibt es jetzt erstmal eine kurze Pause. Ja, leider funktioniert. Technischen Problem. Ja, wieder mal hier bei mir hier. Ja, müssen die wir... großen Sender haben auch technische Probleme. Warum sollen die das nicht auch? Ja, das ist wohl wahr. Ja, falls gelingt. Okay, reicht schon. Ja, also wie gesagt, gibt es da erstmal eine kurze Pause. Bis wir wieder nächstes Mal Zeit zusammenfinden. Was ein bisschen dauern kann. Leider Gottes, ja. Dann nimmt man sich vor, hier wirklich mal so zu zocken. Ja, kann noch so nix. 2-3 Stunden irgendwie so freischaufeln, ja, dann funktioniert nichts. Genau das ist es. Aber gut, wenn jetzt die Plantage endlich auch freigeschaltet ist, dann ist die Straße fertig. Aber ja. Prüfen wir lieber erst mal Plantage noch. Blinker setzen. Wenn wir jetzt rechts abbiegen. Gut aus, oder? Ja. Ja. Plantage ist frei, also wir drauf der Plantage. Yeah. Aber ich zeig's euch jetzt noch nicht. Das mache ich in der nächsten Folge. Ja, würde ich auch sagen, ne? Genau, nochmal eine Runde drehen hier. Ja. Man kann rauffahren, wie ihr seht. So. Und man ist die Straße fertig. Habt ihr genug gesehen? So. Das ist ein Rest, gibt's in der nächsten Folge, wenn es vor allem wieder hell ist, dann ist es besser. Genau. So, da verabschiede ich mich schon mal vorab von der Folge, von dieser etwas anderen Art Folge. Und ja, und beende das Video jetzt schon mal. Aber es kommt noch gleich im Anschluss ein kleines Bild, eine kleine Grafik mit einer kleinen Statistik zu den Zeiten, die man mit dieser Ausrüstung, die ich benutzt habe, und zwar ist das tatsächlich mal die Zeit ein bisschen langsamer. Und zwar ist das einmal klar natürlich der Unimog U1600 als Mod. Das ist ja ein Modfahrzeug. Der Fliegel Dolly, klar, der kleine Dolly dazwischen. Ansonsten nicht Mod, also der Fliegel ja auch nicht Mod, aber der große Anhänger war der Krampe SB30-60. Und was hier hinten dran hängt, ist natürlich der Kögel Silo Tanker, also Silo Trailer quasi, auch als Mod dazugefügt. Und damit braucht man, beende jetzt erstmal das Video und dann kommt mich dann gleich direkt das Bild. So,
Damit braucht man jetzt nämlich insgesamt, allein um den Sand und Schotter zu holen, also um zu fahren, vom Betonwerk zum Steinbruch und wieder zurück, braucht ihr 231 Minuten, um insgesamt 22 Mal hin und zurück zu fahren. Jeweils 11 Mal Sand und 11 Mal Schotter, logischerweise. Dann die Ladezeit, da die Bagger ja wahnsinnig schnell sind, habt ihr eine Ladezeit von insgesamt, also für 22 Mal, insgesamt 154 Minuten. Das sind 2,5 Stunden fast. Also, jetzt nicht genau, fast 2,5 Stunden. Beton geht alles ein bisschen schneller. Die Fahrzeit ist ein Durchschnittswert, weil die Baustelle rückt ja so ein bisschen auf immer. Ich habe jetzt das jetzt bei der mittleren Bauphase genommen. Braucht ihr 3 Stunden allein für die Fahrzeit, um 20 Mal hin und her zu fahren. Und für Betonladezeit ist insgesamt, weil das Silo am Betonwerk ist auch nicht gerade schnell, kommt ihr auf insgesamt 47 Minuten. Somit habt ihr insgesamt über 10 Stunden, um die Straße zu bauen. Mit dieser Ausrüstung, wenn ihr es alleine macht. Das Beton geht noch schneller. Es gibt noch einen zweiten Tanker, die könnt ihr bei euch zusammenkoppeln. Dann könnt ihr mit zwei Tanker fahren, aber dann geht es einen Tick schneller mit dem Beton fahren. Aber ansonsten, das war ja schon der größte Schüttgutanhänger für Sand und Schotter. Also wenn ihr jetzt eine zweite Person habt, die mit euch mitfährt quasi, dann geht das alleine nicht wirklich schneller. Von daher, ja, hoffe, ihr hattet Spaß in der Folge so ein bisschen. Ich hoffe, die Musik hat euch auch ein bisschen gefallen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Entweder mit oder ohne Video, gucken wir mal. Und ja, sage dann ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss.